Fiona, die Fiona Ruckschuh, die wollte ich jetzt die ganze Zeit schon anrufen. Also ich kenne die Arbeit, die um das Fiona-Projekt handelt. Und das ist eine Arbeit, die insofern interessant ist, weil man eigentlich ein ganz einfaches Synonym findet, und zwar seinen eigenen Namen, und dadurch ein Abenteuer durch die Gesellschaft macht. Die Kombination Malerei, Zeichnung, Collage ist bei ihr wirklich außergewöhnlich, finde ich. Sie vermischt so Privates mit Politischem. Ich kenne von ihr besonders gut kleine Arbeiten. In Postkastengröße oder irgendwo in dieser Dimension, die wie kleine ästhetische Bomben wirken. Deshalb sind Arbeiten von Fiona extrem wichtig zu haben. Was mich fasziniert an ihrer Arbeit, und das ist ja wohl auch das, was den Film und die Aktie oder auch dieses Projekt mit den fotografierten Frauen, die Fiona heißen, ist, dass sie zwei Dinge zusammenbringen, die sonst selten zusammengebracht werden. Dass es nämlich einen ganz konkreten Inhalt gibt und ihre eigene Wahrnehmung davon. Ich fand die Collagen immer toll. Und so die Kombination der Videoarbeiten, die irgendwie so kämpferisch und politisch sind, aber auch sehr humorvoll, und den Collagen, die das selber machen, aber nochmal so ein bisschen skurriler und verspielter sind, finde ich eine sehr interessante Kombination. Also es ist eine fantastische Arbeit. Ich kenne die Fiona jetzt schon seit fast mehr als 10 Jahren. Ich schätze sie sehr als Mensch, sowie auch als Künstlerin. Hier hinten könnt ihr zwei grandiose Werke von der Fiona begutachten. Wie ihr seht, bin ich aktiver Investor auch. Und kommen wir zur Aktie. Leute, in Krisenzeiten wie diesen muss man in Sachen investieren, die vom bleibenden Wert sind. Insofern, gar nicht lange nachdenken, gar nicht lange fackeln. Kauft euch die Aktie, und zwar besser gestern als heute.